Und dann könnt ihr euch einfach vorstellen, dass um euch herum ein goldener Schutzkreis ist. Und kann auch eine Schutzkugel sein. Und ihr atmet einfach ein paar Mal ganz bewusst tief ein und aus. Und lasst den ganzen Stress vom Alltag los. Ihr könnt euch vorstellen, dass es über die Erde abfließt in den Boden. Und ich mache die schamanischen Reisen nicht mit Musik, mit Trommelmusik oder so, ganz bewusst. Das geht viel schneller, als man das vielleicht normal gewohnt ist, damit niemand einschläft, dass man bei der Sache bleibt und man sieht trotzdem und hört trotzdem die ganzen Sachen. Und wenn euch das zu schnell ist, ihr kommt trotzdem mit. Genau, das wollte ich nur noch mal dazu sagen, nicht, dass ihr geschockt seid, wie schnell das geht. Und einfach noch mal ausatmen. Und wenn ihr praktisch eure inneren Augen aufmacht, dann seid ihr an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt. Und da spürt ihr vielleicht eine warme Brise auf eurem Gesicht und die Sonne scheint, vielleicht seid ihr am Meer oder im Wald. Und vor euch tut sich ein Riesenberg auf. Vielleicht müsst ihr erst noch ein wenig durch den Wald gehen, aber ihr geht diesen Berg hoch bis zur Spitze. Ihr lauft da einfach rum, ihr könnt den kürzesten Weg nehmen. Ihr könnt auch wie bei Super Mario über alle Felsbrocken drüber springen. Also ihr müsst nicht so langsam wie normal hochlaufen. Ihr habt die Superkräfte, euch in Sekundenschnelle über größere Entfernungen zu bewegen. Und ihr lauft immer weiter den Berg hoch. Vielleicht ist da auch wegen Urwald oder ein Dschungel oder ein Gestrüpp. Ihr lauft einfach weiter hoch. Und dann kommt vielleicht so eine Ebene, wo ein bisschen Steine sind, da könnt ihr einfach drüber hüpfen. Und ihr geht immer weiter hoch, bis ihr da oben eine Plattform seht, ungefähr auf der Hälfte von dem Berg. Und auf der Plattform, da wartet jemand auf euch. Und schaut euch mal um, wer das ist. Vielleicht kennt ihr den schon ganz lang. Vielleicht ist es ein Ahne von euch. Oder vielleicht ist es auch einer von eurer Geistführer. Und ihr freut euch total, dass der da ist und euch heute begleitet und euch hilft, was aufzulösen. Und schaut ihn an, wie er ausschaut. Ihr könnt auch fragen, wie er heißt. Oder sie natürlich. Und bitte die einfach, dass sie euch jetzt da hochführen in den Berg. Die haben auch eine Laterne dabei. Die Laterne könnt ihr euch anschauen. Da sind ganz, ganz viele mystische Symbole drauf, okkulte Symbole. Und zusammen mit eurem Geistführer, eurem Ahnen, geht ihr weiter den Berg hinauf, immer weiter hoch. Es fällt euch auch leichter hochzugehen. Ist nicht so beschwerlich. Und ihr taucht dann fast in den Nebel ein, wenn ihr an die Spitze hinkommt von dem Berg. Kann sein, dass ihr durch eine Wolken- oder eine Nebelschicht durchlauft, weil der ist ziemlich hoch, der Berg. Und dann plötzlich steht ihr vor dem Eingang von einer Höhle oder einem Loch, das ins Innere vom Berg führt. Und der Geistführer sagt euch auch, ihr braucht keine Angst haben, ihr seid jederzeit beschützt. Und dann lauft ihr zusammen mit eurem Geistführer da rein und ihr seid ganz erstaunt, weil der Berg ist von innen hohl und das ganze Innere sieht aus wie der Sternenhimmel. Also es ist schon dunkel, aber die Sterne erleuchten oder erhellen den Raum. Und ihr lauft am äußeren Rand von dem Berg innen spiralförmig nach unten. Und auch da fällt euch der Weg da echt leicht darunter zu gehen. Nicht anstrengend. Ihr spürt vielleicht das Geröll unter euren Füßen. Und ihr geht immer weiter runter.
bis ihr ganz, ganz unten angekommen seid. Und dann teilt sich der Weg in drei Tunnel. Und das erste Tunnel ist für die Kindheit, das zweite für die Ahnen und das dritte für vergangene Leben. Und ihr bittet jetzt euren Geistführer, dass er mit der Laterne genau in das Tunnel geht, wo ihr jetzt hin müsst, wo irgendwas noch hängt, was ihr noch auflösen dürft oder könnt. Und er läuft voraus, schnurstracks in das Tunnel, wo ihr rein müsst. Merkt euch, in welchem das ist. Ansonsten könnt ihr auch noch mal dann fragen. Oder ihr seht ja dann die Szene. Dann lauft ihr rein und am Anfang ist es vielleicht echt kalt und unangenehm da reinzugehen und ihr habt vielleicht sogar wegen Angst oder das ist nicht so angenehm. Es wirkt alles ein bisschen bedrückend und düster. Ihr geht trotzdem weiter und fasst euch ein Herz und der Geistführer sagt auch, er beschützt euch. Es kann euch nichts passieren, ihr seid jederzeit sicher. Und ihr geht weiter in den Tunnel rein, immer tiefer, bis ihr zu einer Höhle im Tunnel kommt. Und am Anfang ist es vielleicht ganz dunkel und dann plötzlich wird es taghell und ihr seht da vor euch eine Szene, die ihr entweder kennt aus eurer Kindheit oder ihr erinnert euch und seht euch da in einem vergangenen Leben oder einen von eurer Ahnen und beobachtet einfach kurz die Szene, die sich da abspielt oder was ihr hört. Das seht ihr jetzt ganz klar vor euch. Und wenn ihr nicht versteht, warum das passiert ist und ihr vielleicht wütend seid oder traurig oder enttäuscht oder dann fragt den Geistführer, warum habe ich das in dem Leben gewählt? Oder warum haben das meine Ahnen gewählt? Warum wollten die, dass das ihnen passiert? Was wollten die daraus lernen? Und der Geistführer erklärt euch das jetzt. Und entweder euch geht jetzt wirklich ein Licht auf und ihr habt so eine Erkenntnis, ah, okay, deswegen, das macht Sinn. Und wenn es noch nicht ganz klar ist, dann ist jetzt wichtig, dass ihr nicht einfach rausgeht, egal was ich sag. Weil ihr könnt den Weg auch selbst zurückgeben, innerhalb von Sekunden. Sondern nur, dass ihr so lang fragt, bis ihr verstanden habt, warum das passiert ist, damit sich's lösen kann. Manchmal muss man auch ein paar Mal nachfragen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es verstanden, dann könnt ihr euch bedanken. Und verneigen vor euren Ahnen oder euch selbst, vorm Schicksal. Und ihr könnt zusammen mit dem Geistführer dann zurückgehen. Und der ganze Tunnel, der scheint wie hell erleuchtet. Die Ahnen, die freuen sich oder alle, die da sind. Und ihr geht den ganzen Weg. Den Berg entlang, hoch zurück, spiralförmig außen am Berg entlang, bis ihr ganz oben ankommt wieder an dem Höhleneingang. Und das ist vielleicht, wenn ihr reinkommt, wenn ihr rauskommt, ist vielleicht noch Nebel. Und durch den Nebel bricht die Sonne durch, wie beim Sonnenaufgang.
Und ihr könnt jetzt einfach euch in das Nichts oder in die Wolkendecke fallen lassen. Euch kann nichts passieren. Ihr seid komplett sicher. Ihr kommt auch unten an. Und dann könnt ihr euch in eurem Tempo da runter segeln lassen oder runter fallen lassen. Und alles Alte hinter euch lassen. Und wenn ihr unten wieder angekommen seid, dann könnt ihr durch das Wäldchen da wieder zurück zu eurem Lieblingsplatz laufen. Und dann könnt ihr in eurem Tempo dann einfach zurückkommen und aufschreiben und euch Notizen machen, was ihr gesehen habt oder was da aufgelöst wurde.